Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das ist eine Konversation, die sich hinzieht. Dieses lange sechste Kapitel im Johannesevangelium. Wir sind dem schon an den letzten Sonntagen gefolgt. Das sind Menschen, die eine gewisse Attraktion Jesus gegenüber spüren und ihr nachgehen. Die dann durch das ihm Nachlaufen erschöpft werden. Die ihm in die Einsamkeit folgen und er sieht deren Bedürftigkeit. In einem großen Wunder macht er sie alle satt. Dadurch wird die Attraktion und Neugier noch gesteigert. Das ist einer, der Brot auf den Tisch legen kann. So einen Mann brauchen wir. Auf den haben wir gewartet. Jesus merkt das, dass sie beginnen, ihn misszuverstehen. Dass sie nicht in der Spur sind, in der man Jesus wirklich begegnen und nachfolgen kann. Indem sie nur der Oberfläche folgen. Einer, der satt machen kann. Immerhin. Und Jesus entzieht sich ihnen. Und sie suchen ihn. Und sie finden ihn dann. Ein neues Wunder. Die Jünger gehen woanders hin. Sie wissen nicht, wie Jesus da nach Kapernaum gekommen ist. Aber sie spüren ihn auf. Zwischen dem Evangelium, das wir letzten Sonntag hatten, und dem heutigen, das mit dem Murren der Juden anfängt, lässt unsere Leseordnung leider etwas aus. Man versteht das Murren nicht richtig. Ich will deshalb diese Verse kurz ergänzen. Jesus sagt diesen Menschen, diesen Neugierigen, die er ja interessanterweise nicht wegschickt, der sagt ja nicht, ach, wisst ihr was, komm, lassen wir es bleiben. Das hat alles keinen Zweck hier mit euch. Ihr seid zu blöd oder ihr habt keine Lust oder ihr habt überhaupt gar kein Interesse. Nein, er schickt sie nicht weg. Er bemüht sich weiterhin um sie, aber das ist kein billiges Geplauder. Jesus konfrontiert diese Neugierigen und mit Attraktion ihm gegenüber Erfüllten mit einem schlichten Satz, indem er ihnen sagt, ihr glaubt gar nicht. Ihr glaubt gar nicht. Das ist ein Satz, der uns eigentlich treffen muss. Und wir müssen uns fragen, gilt er auch für uns? Nur Gott sieht ins Herz. Auch für Priester ist das nicht ohne weiteres möglich. Deshalb darf ich diesen Satz euch so nicht sagen. Aber wir können uns selber fragen, wie ist das denn mit uns? Okay, wir sind neugierig, wir spüren eine gewisse Attraktion, wir gehen zur Kirche, wir machen diese und jene Übung, vielleicht beten wir sogar. Aber sagt Jesus auch mir, du glaubst gar nicht. Aber Jesus bleibt dabei nicht stehen. Er knallt uns das nicht einfach vor den Latz und sagt, so, jetzt seht mal zu, wie ihr damit fertig werdet. Jetzt habe ich es euch aber gezeigt. Er führt uns weiter und er führt die Menschen damals weiter und damit auch uns. Alles, sagt er, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werfe ich nicht hinaus. Das ist ein erster großer Trost. Wer wirklich zu Jesus kommt und sei es aus Neugier, auch wenn es Missverständnisse gibt, der wird nicht einfach hinausgeworfen. Etwas sehr Wichtiges. Ich bin vom Himmel herabgekommen. Darauf müssen wir gleich noch kurz eingehen. Ich bin vom Himmel herabgekommen, sagt Jesus, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das ist die große Bewegung, die wir im ganzen Johannesevangelium hören. Wir könnten sagen, das ist eine Zusammenfassung des ganzen Christentums. Weshalb dieser Jesus? Weshalb sagen wir, er ist der Sohn Gottes? Weshalb kann Jesus von sich sagen, wer mich sieht, sieht den Vater? Weshalb diese ganze Übung? Weil wir erlöst werden müssen, liebe Schwestern und Brüder. Etwas, das wir nicht selber tun können, nicht aus uns selber heraus schaffen, arbeiten, uns noch so anstrengen können. Es geht eben nicht. Wir können uns eben nicht wie Münchhausen auch nicht aus dem, auch selber aus dem theologischen Sumpf herausziehen,
aus diesem existenziellen Sumpf, in der diese Welt steckt, seitdem sie sich permanent von Gott abwendet. Deshalb kommt das Wort vom Himmel herab. Und beim Propheten Jesaja hören wir schon, dieses Wort, das ich sende, spricht Gott, kehrt nicht zu mir zurück, ohne bewirkt zu haben, wozu ich es ausgesandt habe. Wozu also ist das Wort gesandt? Der Evangelist Johannes sagt es uns ganz am Anfang. Das Wort ist gesandt, um Fleisch zu werden, um Mensch zu sein, wie wir, unter den gleichen Bedingungen. Nicht als Superman, nicht als Deus ex machina, als einer, der alles irgendwie mal so mit links macht, sondern unter den gleichen Bedingungen, leidensfähig. Deshalb sagt uns der Hebräerbrief, mit Tränen hat er die Bitten vor Gott gebracht. Und so hat er im Leiden den Gehorsam gelernt. Nicht mein Wille. Sondern um deutlich zu machen, dass es eben nicht um eine permanent sich selbst erschöpfende Autonomie geht. Ich ziehe mein Ding durch. Die große Devise für heute. Jeder zieht sein Ding durch. So ist ja auch alles. Alle denken an sich. Sie kennen diesen blöden Spruch. Nur ich denke an mich. Großartig. Wir müssen nachher noch auf die Kommunikation und Kommunion zurückkommen, von der Jesus heute spricht. Das hängt tief mit der ganzen Sendung und der gesamten Bedeutung des Christentums zusammen. Das sind nicht einfach zufällige Jesusworte, von denen dann manche Exegeten sagen, ob Jesus das jemals so gesagt hat. Das ist töricht, allein eine solche Aussage zu treffen. Wir sind eben als Gläubige keine Philologen oder Archäologen oder sonst etwas, sondern wir sind hier Kirche. Nicht den eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So sagt Jesus uns Interessierten, uns, die wir wie die Menschen damals eine gewisse Attraktion empfinden und doch manchmal zu murren anfangen. Weil er gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Er kommt nicht nur als Wort, das Fleisch wird. Er kommt auch als Wort, das Fleisch wird und Brot wird. Damit Menschen, die mit ihm zu tun haben wollen, die ihm nachfolgen wollen, leben können in der Wüste dieser Zeit. Man könnte auch sagen, mit Silja Walter, und das Wort ist Brot geworden. Jesus ist wie jenes Manna in der Wüste. Das ist das, was die Neugierigen nicht verstehen. Sie wollen eben Deduktionen haben, Ableitungen, Erklärungen. Und sie sind schon ein paar Schritte vorwärts gegangen. Aber jetzt ist etwas geschehen, das etwas braucht, das sie wirklich glauben können. Was ist das? Wir müssen darauf eine Antwort finden. Denn wir sehen, dass Jesus nicht einfach Halt macht und sagt, okay, Sie können halt nicht weiter, hier hört dieser Weg der Verständigung irgendwie auf, jetzt nehme ich Sie halt so, wie Sie sind. So billig macht Jesus das nicht. Jesus hört nicht auf mit seiner Vertiefung, was wir letzten Sonntag schon sahen. Deshalb zieht sich die Konversation so hin, weil Jesus diese Menschen wirklich will, weil er sagt, es ist der Wille meines Vaters, dass sie gerettet werden, dass sie das ewige Leben haben, auch die Neugierigen, die Murrenden, auch wir, auch wenn wir vielleicht gar nicht richtig glauben können. Das ist das Ziel seiner Sendung, das Ziel, weshalb er Fleisch geworden ist, das Ziel, weshalb er immer wieder zum Brot wird, dass wir ewiges Leben haben. Und das berührt einen Punkt, liebe Schwestern und Brüder, den kaum jemand so klar und gut verstanden hat wie Augustinus. Es berührt den Punkt der Sakramentalität der Kirche. Wir sprechen hier nicht über dieses oder jenes Jesuswort. Ich sagte eben schon, es berührt den innersten Kern, das Anliegen des Christentums überhaupt. Wenn Jesus von seiner Sendung spricht und in Verbindung mit seiner Sendung und der Erlösung von dem, dass er selber Brot wird und Brot ist, damit andere leben. Ich selber bin das lebendige Brot.
und ich will den Willen meines Vaters tun, der ewiges Leben für alle will, die zu mir kommen, die neugierig sind, aber manchmal eben auch murren. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen uns weiterziehen lassen. Augustinus sagt, es ist euer eigenes Mysterium, das auf den Tisch des Herrn gelegt wird. Was ihr empfangt, ist euer Mysterium. Ihr seid es selber. Es ist die innerste Verbindung. Alles, was der Vater mir gibt, soll zu mir kommen. Wie schaffen wir diese Kommunikation, diese Kommunion mit Jesus? Das ist ähnlich wie bei den Eheleuten, weshalb wir als Katholiken eben auch die Ehe als Sakrament feiern. Es bildet das Verhältnis Christi zu seiner Kirche ab. Aber wenn diese Kirche sich hinstellt und sagt, ja, wir müssen überlegen, ob dieses oder jenes Jesuswort wahr ist, ob der das so gesagt hat, das wissen wir eben nicht. Da gibt es die Theologen, die sagen so und die sagen so. Was ist das? Dass wir als Eheleute miteinander reden und so, ach, ist heute der Hormonspiegel, ist ein bisschen, mein Gott, ja, da müssen wir mal gucken. Wenn Eheleute nicht miteinander kommunizieren, wenn sie nicht miteinander sprechen, wenn sie sich nicht gegenseitig ausdrücken, ist das ein totes Ding. Und so ist das aber auch im Verhältnis zu Christus. Was hier fehlt bei den Murrenden, die große Lücke, die hier entsteht. Sie sind schon einige Schritte gegangen, aber es fehlt ein entscheidender Schritt. Es ist der Schritt der Liebe. Der Schritt der Liebe. Nur Liebe ermöglicht Glauben. Nur wer mit Jesus spricht, kann an ihn glauben. Nur wer Jesus ist, kann an ihn glauben. Und dazu braucht es die Gemeinschaft der Glaubenden. Deshalb berührt diese Aussage Jesu über sich selber als das Brot des Lebens, über den Willen des Vaters, den er umsetzt, indem er sich selber zum Brot macht, damit andere leben, diesen sakramentalen Punkt. Und so leid es mir tut, müssen wir auch das einmal klar sagen und feststellen. Das ist der entscheidende Unterschied zu den Gemeinschaften der Reformation, die deshalb nicht im vollen Sinn Kirche sind. Wir dürfen das nicht einfach verschweigen. Und wenn wir diesen tiefen Schritt verstehen, merken wir auch, wie oberflächlich diese ganze Diskussion ist um Kommunion, auch für den evangelischen Partner und so, als wäre das eine Sache von Political Correctness oder von Nettigkeit. Es berührt das tiefste Selbstverständnis der Kirche. Die reformierten Gemeinschaften haben vielfach, und zwar flächendeckend, ein anderes Bild und Selbstverständnis von Kirche. Bei einem ihrer Vertreter las ich, das ist eine überkonfessionelle Gesprächsgemeinschaft, eine überkonfessionelle Gesprächsgemeinschaft über die Interpretationen und Christusbilder einer 2000-jährigen Wirkungsgeschichte. So umschreiben sie das selber, ein bisschen gestelzt und formuliert, aber es ist klar. Wohingegen wir sagen, Jesus selber ist das Ursakrament. Und die Kirche das Grundsakrament. Und alles versteht sich von ihm her. Sonst ist alles nichts. Deshalb müssen wir in eine lebendige Beziehung zu ihm treten. Eine Beziehung der Liebe, die ihn hört als das lebendige Wort Gottes, das Fleisch, heißt Mensch geworden ist, der zu uns spricht, der uns anschaut, in dessen Spuren wir gehen können. Und der auch jetzt in dieser Stunde für uns zum Brot wird, sodass wir mit ihm kommunizieren, ihn kommunizieren, damit wir leben und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir sollten ihm nur dann nahen, wenn wir etwas in uns finden, was jenen Menschen hier im Evangelium gefehlt hat. Liebe. Wir sollten es versuchen, mit ihm liebende Gemeinschaft zu haben, wenn wir uns ihm nähern, wenn er zu uns spricht, und wenn er sich selber uns schenkt.